Also diese beiden, Frank, gleich geht's los, übrigens sind absolut gleich. Ja, also ich würde hier keinen Favoriten benennen wollen. Alles möglich. Xabi Alonso. Findet seinen Mitspieler. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Stark gemacht. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sicher in der Ballbahn. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Cristiano Ronaldo. Mesut Özil jetzt. Alexandre Pato. Das ist jetzt seine Chance. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? So, das macht natürlich die Zusammenarbeit eines Schiedsrichtergespanns aus. Der Assi hebt die Fahne, der Schiri pfeift und beide haben recht. Das wird Ecke geben für Real Madrid. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Können sie die Flanke verwickeln? Kopfballmöglichkeit. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Marcelo. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Und das macht er richtig gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Ganz, ganz weit weg vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. Maicon. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Marcelo. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Er attackiert ihn, er will den Ball. Da ist die Gefahr erstmal bereinigt. Klare Entscheidung, Ecke. Ja, ja, so geht's auch. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Mesut Özil jetzt. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Das sieht gut aus. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Benzema. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Das ist das Tor. Irgendwie hat es gerauscht. Und dann dieses klasse Tor. Jetzt schaut ihr das mal an. Diesen Abschluss, Manni. Das ist Weltklasse. Und das hier, das ist eine Bilderbuchflanke. Es geht nicht besser. Toller Pass. Und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Ganz sicher hat er das gemacht. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Und schon wieder eine Grätsche. Xabi Alonso. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Da freut sich der Trainer. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Das Spiel ohne Ball funktioniert.
Ja, so kann es weitergehen. Benzema. Ramirez. Jetzt ist er vorbei. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? So, es gibt Eckball. Wird die da was draus machen? Achtung! Schön blockiert vom Abwehrspieler. Nicht schlecht gedacht. Cristiano Ronaldo. Ein wunderschönes Zuspiel. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer schön mit dem Kopf. Ja, das ist der Ausgleich. Das sah die Abwehr aber nicht gut aus. Das kapiere ich einfach nicht. Der steht immer genau richtig. Das ist Instinktmanier. Klasse erwischt, diesen Kopfball. Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ein sehr schöner Pass. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ramirez. Marcelo. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Und jetzt starten sie einen Konter. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Aggressives Tackling. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Es gibt schlechte Unentschieden zur Halbzeit und es gibt die der besseren Art. Ich habe ein besseres gesehen. Unterschreibe ich, was soll ich auch anderes sagen? Das könnte noch sehr spannend werden. Cristiano Ronaldo. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Gute Flanke. Gehalten, aber noch heiß. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Das war eine Bilderbuchflanke. Unglaubliche Parade. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Bis hierhin zunächst mal den Punkt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Das hat er gehört. Schön, wie er das wieder ausgeprügelt hat. Ja, der Pass kommt an. Alessandro Pato. Jetzt ist er. Alessandro Pato. Modric. Ronaldo ist jetzt ganz allein. Stark gemacht. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Alexandre Pato. Jetzt schnell. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Cristiano Ronaldo. Ein perfekter Stürmer, das siehst du hier in jeder Phase des Spiels. Absolut überragend. Für mich wirklich der Spieler hier in dieser Partie. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Schöner Pass. Thank you.
runter versucht er, den Ball zu bekommen. Ein Traumpass. Gut geflankt hat er. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Die Zuschauer sehen auf diese Und ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Benzema. Jetzt müsste er angespielt werden. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Xabi Alonso. Alexandre Pato. Und Achtung, genau hingeschaut. Modric. Mesut Özil jetzt. Ronaldo ist jetzt ganz allein. Tolle Ballkontrolle. Es sei die Frage erlaubt. Und jetzt! Alexandre Pato. Modric. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Modric. Gut abgefangen hat er da den Ball. Und die Teamkollegen sind da. Ja, das könnte was werden. Da könnte was draus werden. Guck mal hin! Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Das sieht gut aus. Sauber geklärt. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Ist ja. Die verstehen sich blendend. Di Maria. Ganz schwacher Pass. Ziemlich kranker Pass. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Klasse Zuspiel. Ganz dicht dran, aber die Verteidigung ist wach. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Da freut sich der Trainer. Oh! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Mesut Özil geht steil und allein. Ja, so kann es weitergehen. Die Abwehr steht goldrichtig. Mesut Özil jetzt. Und schon wieder eine Grätsche. Das ist es. Abgefälschter Ball und im Aus. Und schaffen Sie es, per Eckball hier vielleicht noch die Führung zu erzwingen? Ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Nach zweimal 45 Minuten haben wir keinen Sieger gesehen. Und weil es so schön war, heißt es Zugabe, sprich zweimal 15 Minuten Verlängerung. Und das macht er richtig gut. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Und der kommt genau an. Und die Abwehr aufmerksam. Marcelo.
Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ja, da kommt was auf uns zu. Das macht er sicher und souverän. Sicher in der Ballbehandlung. Souverän geklärt. Alexandre Pato. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Di Maria. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. So sieht ein Pass aus. Ein wunderschönes Zuspiel. Ein schöner Pass, aber der Verteidiger steht wie die Bank von England. Benzema. Modric. Gutes, schnelles Passspiel. Mesut Özil jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Findet seinen Mitspieler. Ein sehr schöner Pass. Ramirez. Stark gemacht. Ja! Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Das sieht gut aus. Da freut sich der Trainer. Ein Wunder, er könnte passen. Gehalten zunächst. Ronaldo ist jetzt ganz allein. Dani Alves. Alexandre Pato. Der Pass kommt an. Ramirez. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, so kann es weitergehen. Versucht's per Kopf. Sie machen noch mal Druck. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Alexandre Pato. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Ja, tolle Chance. Schöner Pass. Ja, war ein schöner Versuch. Das muss es sein. Das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Alexandre Pato. Das ist doch die Möglichkeit für einen Konter.
Spiel über rechts, da geht die Poste. Ey, das war ganz, ganz eng, wenn der Ball durchgekommen wäre. Das hätte die Entscheidung sein können. Sofort abgezogen und da ist das denn die Möglichkeit. Und jetzt stellt sich hier die Frage, pfeift der Schiedsrichter überhaupt noch mal an nach diesem Tor? Da muss jetzt eine Reaktion kommen. Die Mannschaft von Real. Ein Pfiff, das